Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Breakfast an einem wundervollen Donnerstag. Und ja, heute ist mal ein Tag, wo ich eigentlich sonst nie aufnehme und auch keine Uhrzeit, wo ich sonst nie aufnehme, aber shit happens. Was muss, das muss. So. Wir hatten letzte Woche, Montag, eine Quest erfüllt und die würde ich gerne vorher abgeben. Dann müssen wir gucken, dann würde ich gerne die gucken, ob wir die Spinnenbeine fertig kriegen. Und dann diese komischen Chaos-Stampfer-Gedöns, die wir irgendwie beim letzten Mal nicht geschafft haben. Warum auch immer. So, da ist er. Blibblablub. Wir haben ein Dokument der großen Energie. Warte mal. Jetzt muss ich gerade selber nachgucken. Kurz. Sammelt die verschlüsselten Briefe, die in der Panzerung der Chaos-Stampfer versteckt sind. Och, fick dich doch. Oder wir versuchen es trotzdem bei den Chaos-Stampfern. Das ist, ja. So viel Auswahl haben wir ja nun mal nicht. Ist leider der Nachteil. Überleg gerade, ob ich ein bisschen was zu erzählen habe. Ein bisschen. Ein bisschen. Minimal. Mini. Ich war mit meiner Freundin Samstagabend im Autokino. Ja, im Autokino. Das ist das Kino, wo man mit dem Auto reinfährt und dort seinen Film guckt. Es ist lustig. Es ist auch mal was anderes. Oh, der macht mich doch schon wieder fertig. Alter. Okay, müssen wir anders machen. Müssen wir ein bisschen mehr mit Drachen kämpfen. War lustig, ist wie so ein, wie in den amerikanischen, ich sag jetzt mal amerikanischen Film oder Serien, wo die denn wirklich auch im Autokino sitzen. Ist das ein bisschen was anderes. Macht mega viel Spaß. War ein bisschen kalt. Macht aber trotzdem, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. War halt nur ein bisschen sehr kalt. Aber da bin ich mal ganz skrupellos und sage, es war trotzdem sehr lustig. Der Film Sausage Party war super. Konnte man jetzt nicht meckern. Oh. Oh, wir haben einen kaputt gekriegt. Sehr schön. Wissen wir nicht, ob wir den brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Es ist der... Jetzt muss ich gerade überlegen. Der Film hat einen echt dreckigen Humor. Der ist auch ein bisschen sehr pervers. Wenn ich ehrlich bin. Aber er war trotzdem sehr lustig. Und empfehlenswert für diejenigen, die einen dreckigen Humor verstehen. Einen sehr, sehr dreckigen Humor. Für die ist der wirklich was. Ansonsten glaube ich eher weniger, dass Leute über diesen Film oder bei diesem Film lachen könnten. Weil das ist wirklich so ein Film. Der ist wirklich mega pervers. Also in den ersten 2 Minuten kamen so viele perverse Anspielungen, das ist unglaublich. Aber ich fand ihn super und das Autokino an sich, es ist halt Oktober, es ist halt ein bisschen kalt. Kannst du mal angreifen, du Arsch? Danke. Es ist halt sehr kalt. Ja, geht doch. Ich kann irgendwie meine Attacken hier auf den Raum abfeiern. Und dann ist der nämlich auch schon platt. So, den brauchen wir.
Meiste brauchen wir davon nicht. Dann gib den da. So, dann kriegen wir den nämlich auch. Und nee, es war echt cool. Was mich auch so ein bisschen überrascht hat, dass die wirklich diesen auch Service haben. Also du sitzt da halt in deinem Auto und du kannst halt alles bestellen, was die auf dieser Karte haben. Auch während des Films. Also man schreibt dann eine SMS mit Platznummer und Kennzeichen und allem drum und dran. Und dann kann man sich diesen das Ganze abschicken. Somit bestellt man, kriegt eine kurze Antwort, meistens von kommt gleich, kommt sofort oder was auch immer. Und dann kriegt man das direkt ans Auto und kann dann während des Films weiter futtern. Was ich übrigens sehr cool finde. Eintritt war jetzt auch nicht so teuer. Also wir haben jetzt 20 Euro bezahlt inklusive zwei Softdrinks. Die sind beim Eintritt inklusive. Also auch wenn man keinen Softdrink haben möchte, wenn man sich das selber mitgebracht hat, ist es trotzdem inklusive. Fand ich jetzt nicht wirklich teuer. Wir haben uns jeder einen Cheeseburger bestellt. Der war auch nicht wirklich teuer, wenn ich ehrlich bin. Also der war wirklich so... ich glaube, der Cheeseburger hat 5 Euro gekostet oder so. Also wie gesagt, der war jetzt auch wirklich... Also es gibt wesentlich teurere Burgerläden, sage ich jetzt mal. Und der war auch sehr lecker. Natürlich, da es kalt draußen ist, ist der Burger natürlich, bis er ans Auto kam, auch ein bisschen kalt geworden. Aber fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Also da gibt es wesentlich schlimmere Sachen. Aber so ein... an sich war lecker, war frisch gemacht, war guter Service, nett, sympathisch. Die Leute, die da gearbeitet haben, waren nur zwei Leutchen. Die haben da ein bisschen ihren, ja, also das Autokino sozusagen gemacht. Fand ich sehr nett. Die waren sehr lustig drauf. Die hatten eigentlich alles, was man so braucht, bin ich jetzt ganz ehrlich. Die hatten selbst ein kleines Toilettenhäuschen. War ein bisschen blöd zu erreichen, gebe ich zu. Aber Leinwand war super und der Sound, der übers Autoradio ja läuft, man muss dann halt eine gewisse Frequenz einstellen, eine gewisse Radiofrequenz, die worüber das läuft, empfängt man den Sound und man kann sich das dann Ganze darüber reinziehen. Und es ist echt, also wenn man ein passendes Auto hat, ist das super. Da es bei uns ein bisschen kalt war, wäre ein Auto mit Standheizung empfehlenswert gewesen. Hatten wir nur leider nicht. Das war das einzige Problem, was wir hatten. Und naja, es wurde halt dann so ab, ich würde jetzt mal sagen, drei Viertel des Films wurde dann ein bisschen kühl. Bei meiner Freundin war es schon ein bisschen früher. Bei mir war es dann wirklich erst ab drei Viertel des Films. Da dachte ich dann so, langsam wird es kalt. Aber nichtsdestotrotz war das ein sehr, sehr, sehr schöner Aufenthalt. Und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und kann ich nur empfehlen, wer von euch ein Autokino in der Stadt hat, oder in der Gegend, sag ich jetzt mal, der sollte das ruhig gerne mal ausprobieren. Also ich fand's cool. Kann ich jetzt echt nur empfehlen. Gut, die Filme sind dann halt natürlich eine andere Sache, was die Autokinos für Filme bringen. Aber im Großen und Ganzen, das Feeling ist cool und so weiter und so fort. Und wenn man nur lustig ist, kann man auch noch andere Sachen machen, ne? Merkt ja keiner.
So. Jo, das war eigentlich so mein dezentes Weekend. Ich brauche noch die geheimen Dokumente der großen Energie. Die müssen. Der stand doch gerade. Die in der Panzerung der Chaosstampfer versteckt sind. Achso, das. Ah, okay, das habe ich schon. Vertrauliche Dokumente ist das. Geht in den Royal. Stiftung und sucht nach den vertraulichen Dokumenten. Achso, okay, das ist. Ja, gut. Das müsste das Ding da hinten sein. Theoretisch. Praktisch. Aber wir hätten erstmal wieder. Das ist gut. Das finde ich gut. So. Spring auf. Fliegen mal eine Runde zurück. Sturzflug. Hier, genau da. Quest. Zack. Jetzt kriegen wir nämlich noch mehr. Und. Warte mal, gehen wir vom Drachen runter, dann kann der weg. Wie sieht unser. Naja. Gut. Jo. Sieht muschelvoll aus. Ein bisschen. Aber das sollte uns jetzt nicht weiter stören. Stören! So. Da wir fast am Ende der Folge sind. Werde ich. Was ich eigentlich immer machen wollte, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal nicht gemacht. Den Drachen, den Drachen und Popo Bronco. Die drei. Packe ich, will ich eigentlich mich so dran gewöhnen, dass ich die ins Trainingslager immer schicke. Zum Ende. Drei. Und fünf Stunden. Das war eigentlich so immer mein Plan. Ich vergesse das nur so oft, dass ich das, weil es mir gerade eingefallen ist und wir sowieso schon wirklich kurz vor Ende sind, habe ich jetzt gesagt, dann werde ich das jetzt einfach mal jetzt schon machen, weil ich das eigentlich immer offscreen mache, weil es jetzt nichts Interessantes ist, was ich hier anklicke. Und da. Fünf hinzufügen. Ja, wenn, dann mache ich gleich alle Drachen, das ist, also alle Drachen, die hier drinne sind. Logischerweise. Alles andere macht, glaube ich, nicht so wirklich Sinn. Dann haben wir hier alle Drachen fertig. Ich könnte hier eigentlich noch einen machen, wenn man das Geld dazu hätte. Aber wer braucht das schon, ne? So. Jetzt gucken wir uns mal die Skizze an. Wir müssen hier nochmal diesen Geierbesetzer machen. Das ist keine Ahnung. Und dann müssen wir hier rein. Werkstatt 1. Geheime Dokumente. Okay, das ist alles hier drin. Da gehen wir denn später rein. Ich weiß noch nicht, ob ich das nächste Woche schaffe oder nicht. Ansonsten müssen wir gucken. Ansonsten gucke ich, dass wir beim nächsten Mal zumindest die Spinnen hier oben machen. Und dann gucken wir mal weiter. Weil wir haben ja hier oben auch nicht mehr allzu viel. Aber nun gut. Wir sind ja auch fast Level 80. Fast. Dauert noch ein bisschen. Wow. Wir sind gut dran. Wir sind echt mega gut dran. Und dann werden wir das, wie gesagt, eventuell die Spinnen beim nächsten Mal. Und wenn ich wieder mehr Zeit hintereinander weg habe, werden wir hier dieses Dorf da machen. Und dann die Werkstatt und die geheimen Dokumente raussuchen. Und wahrscheinlich die Waffen
Waffenbauskizze, die hier irgendwo rumflattert. Keine Ahnung. Werden wir denn auch sehen. Somit verabschiede ich mich erstmal aus dieser heutigen Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Montag. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal und jo, bis dahin, euer Ströti. Ciao!